Frühstück bei Stefanie. Es ist ja, wie es ist. Steffi, machst du mir Mettbrötchen? Nee, muss ich erst schmieren. Milch und Zucker nehmt ihr selber, ne? Was gibt's Neues? Schmieling, der Film. Konnte ich gestern schon gucken, weil meine Mutter übers Gartenbauamt so Spezialkarten gekriegt hat. Was lohnt sich das denn? Ja, für mich war's nur gar nichts. Es ging ja nur um Boxen und dann kann ich mir auch Rocky angucken. Wollt grad sagen, ne? Ja, und ich dachte, jetzt in dem Film geht das auch um seine ganze Coca-Cola-Geschichte. Wieso, was hat er da denn mit? Er war der deutsche Cola-Boss. Er stand ja sogar auf der Deckel drauf damals noch. Hut auf! Ich hab ihn gesehen! Wie, den Film jetzt? Nein, Max persönlich! August 34, dort Dreckbahn Hamburg. Da hat der Walter Neusel was auf die Fresse gehauen. Ach, Sünde, war das ein Kumpel von dir? Nein, das war Franz, der... Franz, lass doch mal, kennt doch keiner diese Leute. Ich wollte in erster Linie wissen, ob Schmeling auch direkt was mit Sprite zu tun hatte oder nur Cola. Ah, der meinst du, der Film hat sein Thema verfehlt? Ja, sei denn, sie haben es an den Anfang gebracht, weil von der ersten halben Stunde habe ich nichts mitgekriegt, weil wir hatten ja Karten mit freier Platzwahl, stand ja drauf. Ah ja, der muss natürlich rechtzeitig kommen. Wie bitte? Wir kommen punktgenau an, als der Vorhang aufgeht. Ich sag noch, Mutti, lass uns schön in der Mitte. So. Dann saßen da welche, dann sag ich noch ganz höflich, würden Sie bitte aufstehen, wir möchten hier sitzen. Ja, was fällt dir denn auch ein? Also, ich fass es nicht. Ihr siehst, genau das sagt er auch. Du, dann bin ich aber auch ein bisschen lauter geworden. Und sag, Freundchen, kannst du lesen? Freie Platzwahl, ich möchte jetzt hier sitzen. Also, Udo. Geht das rein? Oh, ich ahne schon. Ja, wat, ich sag, Mutti, hol einen Vorführer, ich zieh das jetzt durch und bleib hier stehen, du. Und dann werfen sie mir da schon von hinten Nicknacks an den Kopf. Also, da kriegt sich richtig der Droht in den Augen. Udo, Knie durchziehen! Also, um es kurz zu machen, Hausverbot. Befristet, aber egal, weil ich habe meine Mutter gefragt, wie es zu Ende ging. Und von seiner coolen Abfüllung haben sie sowieso nichts mehr gebracht. Wie gesagt. Ja, dann hast du ja nichts verpasst. Von dem her. Was macht der Riesel, Franz? Ich brauche noch Osteuropäer mit 4 Buchstaben. 2. ist ein S. Franz, Ossi. Jawohl!